Paul Schütte, normalerweise Abwehrboss beim SC Münsterner Lacht. Heute muss es in der Abwehr ein bisschen aushelfen, oder? Im Angriff meine ich. Im Angriff, meine ich. Ja. Warum? Ja. Lasse Gehmeier ist am Donnerstag im Training umgeknickt. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber er konnte heute auf keinen Fall spielen. Dementsprechend musste ich heute ein bisschen aushelfen, ein bisschen länger spielen. Zwar erst in der zweiten Halbzeit, aber da dann halt komplett durchspielen. Auch mal dankbar, wieder im Angriff spielen zu dürfen? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch eine Nasen-OP, erst im November noch. Dementsprechend war ich auch lange raus, sechs Wochen. Und dem muss ich halt erst wieder reinfinden, aber tat jetzt mal wieder ganz gut. Gegen eine offensive Deckung ist immer ein bisschen schwierig, direkt zum Anfang wieder reinzukommen, aber ich denke, war trotzdem in Ordnung. Ja, ihr hattet die Hand ja auch am Sieg, aber was hat es so schwer gemacht gegen Werther? Ja, die offensive Deckung ist halt über 60 Minuten einfach anstrengend dagegen anzugreifen. Dann spielen sie lange Angriffe hinten, man muss die ganze Zeit konzentriert bleiben. Ein kleiner Fehler und man kassiert dann doch nach einer Minute ein Gegentor. Gleichzeitig muss man sich die dann vorne wieder so schwer erarbeiten. Am Ende haben wir die Chance sogar trotzdem noch, obwohl wir den Anfang verpennen. Arbeiten wir uns wieder ran, aber verwerfen am Ende leider einfach ein, zwei zu viele Freie. Und dann ja, hat am Ende, denke ich, der Glücklichere gewonnen. Glückwunsch an Werther, haben sie es am Ende abgeklärter gemacht. Besser kann man es nicht abschließen. Vielen Dank, Paul. Bitteschön.